Damit hier, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ganz genau, wir haben beim letzten Mal so die ersten paar Level gemacht und heute geht es in 1B, Dickicht im Dunst. Ein Level, das wir durch den Secret Exit freigeschalten haben und eines der mal wieder zu epischen Level. Warum? Das werdet ihr jetzt sehen. Und da habt ihr es auch gesehen. Ein sogenanntes Silhouetten-Level sind in Donkey Kong mega bekannt. Das sind einfach die krassesten Level, die es gibt. Ich glaube sogar zum ersten Mal tatsächlich in Donkey Kong Country Returns tatsächlich. Wenn ich mich täusche, dann tut es mir leid. Aber ich glaube, so war das. Auf jeden Fall mega ästhetisch. Wunderschön. Also, Guys, was eure Meinung zu den Silhouetten-Leveln? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare hineinschreiben. Aber ich freue mich schon wieder. Es ist schon wieder 20 Minuten her seit der letzten Folge. Aber von dem Spiel kann ich auch nicht genug haben. Sage ich euch, wie es ist. Es gibt nicht genug Donkey Kong in dieser Welt. Hallo? Ich habe hier jetzt 100 Mal festgehalten. Oh nee, was muss ich tun? Oh, ich kann mich hier festhalten. Und was... Hallo, hab ich hiervon was? Oh, ja, ein Puzzleteil sogar. Oh, er ist weggeflogen. Stopp, stopp. Ich will mich hier unten noch ganz genau umgucken. Das hier sieht sus aus. Das sieht sehr sus aus. Du siehst blöd aus. Da unten sehe ich Stacheln. Okay. Aber erstmal kein Problem. Ich habe, by the way, gerade auf Dixie gewechselt, weil das ein Level ist, in dem man, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sehr viel rumspringen muss. Und da ist es immer gut, wenn man ein Stück fliegen kann. Ah, hier ist ein Herz. Let's go. Oh, Ballons sind sogar rot. Das wusste ich gar nicht. So. Also ich weiß, dass Ballons rot sind. Aber ich wusste nicht, dass die auch in dem Dings-Level... Habe ich doch glatt den Namen vergessen. In den Silhouetten-Level wusste ich nicht, dass die auch rot sind. By the way, diese Büsche hier sind die freundlichsten Kerle der Welt. Ja, ihr erkennt nicht, ob sie jetzt lebendig sind oder nicht. Die spawnen halt einfach. Sind eher unsympathisch. So, ich feiere... Also das sind auch meiner Meinung nach eine meiner Lieblingslevel, die Silhouette-Level. Es gibt nicht viele davon, aber ich glaube, das macht sie auch so schön. So, einmal hier kurz zwischenhalten. Da baut sich nämlich ein Stern. Und wenn wir alle Bananen sammeln, gibt es ja auch ein Puzzleteil für. Meiner Meinung nach wirklich geisteskrank innovativ. Ich dachte, das spawnt weiter unten. also kann man nicht anders sagen, gefällt mir. Oh, vielleicht hätte ich meine... Nee, wenn ich meine Kamera daran anpasse, dann ist ja weird, weil dann ist halt obviously einfach nur alles schwarz. Wäre aber bestimmt auch funny gewesen, glaube ich. Naja, kann man ja vielleicht mal gucken, ob das gut aussieht. Und nach Möglichkeit beim nächsten Level machen. Hier gibt es nur Banane? Schade. Du bist lebendig. Nein, du bist lebendig. Du bist lebendig. Und sonst... Oh, der auch. Nee, dich will ich jetzt aber umrollen. So. Und weiter geht's. Oh, er ist wieder respawned. Das ist auch was, das stört mich. Das ist bei Donkey Kong ein Ding. Manche Gegner respawnen innerhalb von Nanosekunden. Andere Gegner respawnen einfach gar nicht. Vor allem dann, wenn es Gegner sind, die man im Normalfall braucht. Zum Beispiel, um an ein Puzzleteil zu kommen oder sonst irgendwie was. Dann ist es einfach meistens so, dass die Gegner nicht respawnen. Das ist schön. Aber es heißt ja auch, dass das Spiel nicht zu einfach sein soll. So. Scheinbar gibt es hier ein bisschen Internetprobleme. Aber das soll uns ja gar nicht stören. So. Wenn ich mich richtig erinnere und wir alle hiervon einsammeln, gibt es ein Puzzleteil. Sicher bin ich mir... Hierbei aber nicht, aber allein, dass die Bananen despawnen, sagt uns das schon. Okay, wundervoll. Und, nicht daneben bitte. Dankeschön. Das nehme ich gerne mit. Oh, der schießt gar nicht von alleine weiter. So. Da sind wir auch schon am Ende. Das ging schnell. Sehe ich genauso. Die hier werden auf ganz entspannte Art und Weise ignoriert. Und rein ins Ziel. Okay. Kein DK, aber ist ja auch gar kein Problem. Donkey Kong zu gut. 5 von 9 Puzzleteilen.
Das lässt sich sehen. Scheinbar gibt's nicht nur, hab nicht nur ich Internetprobleme, sondern das ganze Haus. Kommen wir zu 1-4 Wipfelwirrwarr. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht mehr gestört. Das ist nämlich nervig. So. Wipfelwirrwarr. Das klingt irgendwie wieder nach so einem Level mit vielen Lianen und so. Irgendwie. Weiß ich nicht. Ist so meine Einschätzung. Wir werden sehen. Ja. Nein. Ist es das Level, was ich denke, dass es das ist, dass es das ist? Also. Ja, das ist es. Guys, das erste Loren-Level. Genau. Ich muss nicht vieles erklären. Wir können ducken, wir können springen. Wir können Dinge einsammeln. Wir haben nur 3 Herzen, leben wie auch immer. Wir sollten nach Möglichkeit keine Gegner berühren, außer von oben. Weil wir ganz normal auf diese draufspringen können. Da habe ich das erste Puzzleteil schon verpasst. Weil, obviously, kenne ich das Game ja zu 100% auswendig und weiß, dass hier ein Puzzleteil sich befindet. Dass sich hier ein Puzzleteil befindet. Deutsch ist auch nicht so meine Stärke. So, das hier möchte ich aber ganz gerne mitnehmen. Ui, das war knapp. Jump, aber bis jetzt noch nicht getroffen. Das ist schon mal eine gute Tendenz, sage ich jetzt mal so. Also, da habe ich mich hier, glaube ich, schon schlechter angestellt. Geschweige denn, es überhaupt ohne diese Vollkaskoversicherung, die wir im letzten Part gesehen oder davon gehört haben, die uns 1-2 Treffer gibt, glaube ich. Oder 3 Treffer gibt, bevor wir Damage nehmen. Ich glaube, da habe ich schon so 3-4 benutzt oder so in so einem Level. Man kann bis zu 5 Items pro Level, by the way, usen. Und ich habe immer viel zu viele genommen. Oh, ah, das war nicht die smarteste Idee. Den Ballon nehme ich doch mit. Nein, ich habe doch springen gedrückt. Schade. Schade. Tryen wir gleich nochmal. Bumm. Aber ist ja gar kein Problem. An die Stelle kann ich mich noch erinnern. Das ist nämlich eine kleine, ja, einfach kurze Kamerasequenz. Wo ich nicht unbedingt im Bild sein muss. Das stört, glaube ich, nur. So. Ich weiß gar nicht, uns fehlt ja jetzt nur der letzte Buchstabe, habe ich recht? By the way, hier noch nicht ins Ziel springen, auch hier unten gibt es nochmal ein Puzzleteil. Ja, uns fehlt der letzte Buchstabe. Ich hole den ganz kurz nach. Das schneide ich euch wie immer natürlich raus. Okay. Jawollo! Da haben wir sie doch alle. Let's go. Dadurch, dass wir alle K- und NG-Buchstaben haben, glaube ich, hat sich hier oben 1K Durchhängedrama geöffnet. Das sind K-Level. Das sind die schwersten Level im Game. Mal gucken, ob wir uns dem stellen. Irgendwann mal. Vielleicht am Ende des Projekts. Jetzt kommt aber erstmal 1-Boss Halfpipe der Halbstarken. Let's go. Bin mega gehypt. Ich bin mega gehypt auf den Boss. Weil es ist halt ein cooler Boss so. Das ist tatsächlich nicht so wie in Mario. Hier, oh, Entschuldigung. Hier sind die Bosse tatsächlich innovativ. Ja. Ja, ihr seht schon, also die Aufmache für einen Boss ist halt mega krass. Bumm! Auf seinen Rücken. Oh, bitte. Oh, oh. Wie ein Luftschiff heben wir ab. Fast. Genau. Oh, dass das noch gezählt hat. Oh, da gibt es so ein Herz für. Uiuiui. Zack. Die am besten gleich kaputt machen. Durch die können wir im Notfall auch noch durchrollen. Ja, gar kein Problem. So, komm mal her, Herr Kollege. Oh. By the way, das, was ich gerade gemacht habe, ihn hier zu treffen, ja, das ist
By the way, jetzt zweite Phase. Das ist so gut wie unmöglich, wenn ihr Cranky nicht habt. Weil Cranky kann auf Stacheln und weil er so einen Helm auf hat, kann ich halt auf ihn drauf. Ja. Aber wenn er halt keinen, wenn ihr keinen Cranky habt, dann könnt ihr da nicht drauf. Dann kriegt ihr halt einfach Damage. Das kannst du keinem erzählen, bitte. Ich will Cranky wenigstens noch behalten ein bisschen. Ein Herz wäre halt echt schön. Ja, dankeschön. Ich will eigentlich nicht. Kann ich auf ihn drauf? Ich glaube nicht, dass ich so auf ihn drauf kann. Bumm. Ein weiteres Herz. Let's go. Full Heal. Ich finde es auch cool, wie dieser Scheinwerfer uns folgt. Seht ihr das? Ich finde das voll cool. So, nun seine dritte und damit letzte Phase. Also, falls ihr es nicht wusstet, jeder Gegner in Donkey Kong braucht halt 9 Treffer. Hä? Ich war doch drauf. Ach, komm. Was passiert eigentlich, wenn wir unsere super coole, Ah, bitte. Nein! Oh, das war dumm. Okay, okay, jetzt muss ich konzentriert werden. Jetzt muss ich konzentriert werden. Oh mein Gott, ich dachte, ich könnte drauf. Ja, komm mal hierher, komm mal in die Mitte. Nee. Okay, jetzt. Bam. Let's go, eine Banane. Schön. Wir können jetzt, by the way, auch nicht mehr unsere Superattacke machen, weil uns die Dings fehlen. Oh mein Gott, ja, let's go, raus mit dir. Das funktioniert in meiner Version nicht. Ich weiß nicht, warum ich drücke X, Y abwechselnd. Ich drücke eine Sache gleichzeitig. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wieso. Es ist verbuggt ein bisschen. Egal, damit wäre der erste Boss auch komplett aus dem Leben gefeuert. Und wir können uns der nächsten Welt widmen. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie die Welt heißt. 2. Okay, einfach Welt 2. Okay, wir kommen in die zweite Welt. Gemühlrädert heißt das erste Level, in das wir jetzt direkt mal hinein steppen. Das ist doch mal eine wundervolle Welt. Da freut man sich doch auch mal, hier zu sein. So, aber gleich hier drüben, das habe ich direkt gesehen, ein Bonusraum. Okay, okay, rein da. Wiederholt er sich? Ja. Es gibt nicht für jedes Level diese, die Bonusräume so extra gemacht. Die wiederholen sich mit der Zeit und, naja, scheinbar auch schon ab Welt 2. Aber wir haben auch noch nicht alle gesehen. Das sei dazu gesagt, manche sind schwerer, die kommen dann halt auch erst in den hinteren Welten. Ganz genau, nur kurz, um das erwähnt zu haben. So, jetzt aber. Ich will euch gar nicht zu viel verraten und oder spoilern. Will dieser Ratte auf den Kopf springen, hier oben das Stuff einsammeln, der Eule guten Tag sagen und, oh, von der Windmühle runterfallen. Nein, wollte ich eigentlich nicht. So, hier können wir nur Dixie nehmen. Das ist gar kein Problem. Mit Dixie komme ich eigentlich am besten klar. Ui. Ui. Da war mal kurz die Konzentration ganz weit oben. 1, 2, 3. Genau, wenn wir dreimal am Stück auf Gegner springen, kriegen wir Coins. Und jetzt haben wir gerade 2 Coins bekommen, weil der eine Gegner braucht 3 Hits und den, den wir davor getroffen haben, ja auch einen. Also 4, also haben wir 2 Coins. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich würde die Gegner ganz gerne besiegen. Das fühlt sich, glaube ich, ziemlich rewarding an. Ah. Ah ja, ich erinnere mich. Also, nein. Aber ich weiß, dass es so ein Secret gab. Das ist ein sehr freundliches Schweinchen, das ich erstmal aus dem Weg schaffen muss. Genauso wie diese nette Eule, es tut mir leid. Ich find's auch cool, wie die sich unterschiedlich schnell drehen. Das gibt so ein bisschen, das macht das Ganze individuell und das gefällt mir. Zack. Zack. Und den Ballon nehme ich auch noch mit. Ui, ui, ui. Das war eins Ratte. Eins Ratte habe ich besiegt, weil ich eins Profi bin. Gibt's hier was Spannendes? Ja, die Coin. Okay, es bleibt sogar stehen, wenn ich schieße. Oh, nee, da muss ich doch safe wieder was einsammeln. Ja, ja, dachte ich mir direkt. Oh, bitte.
Oh, bitte. Let's go first try. 2 Ballons. Wir werden vermutlich nie so viele brauchen. Aber wer weiß das schon? Yeah. Hallo? Also sicher bin ich mir da noch nicht ganz. Ich versuche so spät wie möglich auf Funky zu wechseln. Zu 200%, ich werde das gesamte Spiel nicht ohne Funky schaffen. Das weiß ich, weil ich es schon häufiger probiert habe. Das Spiel ist einfach an manchen Punkten zu schwer. Es tut mir leid. Hier muss doch ein Fass geben oder sowas. Nein? Puzzleteil? Also, nehme ich auch. Dann muss ich wohl das Fass hier oben nehmen. Und ich werfe sogar noch daneben, wie der letzte Horst. Ja, da habe ich die Physik falsch eingeschätzt. Ich dachte, der wirft das so in einem Bogen. Aber das tut der Kollege scheinbar nicht. Was gibt's hier hinter noch? Eine Münze nehme ich mit. Warum sollte ich die denn auch liegen lassen? So. Zack. So, machen wir den weg. Ich find's auch cool. Jede Welt hat so ihren eigenen Flair. Weiß ich nicht, ob nur ich das bin, der das voll cool findet, aber ich finde das halt voll cool. Und wir haben einen neuen Bonusraum. Oh, und das ist so ein... Das ist so ein ganz angenehmer. Da muss ich mich manchmal nochmal wirklich konzentrieren. Es ist nicht immer einfach. Ach, Guys, wenn ihr das Game im Übrigen auch haben wollt, unten in der Videobeschreibung gibt es einen wunderbaren Link zu Instagaming, wo es das im Normalfall immer mal ein bisschen günstiger gibt. Aber bei Nintendo ist sowieso immer alles überteuert. Also, gibt es bestimmt auch gebraucht bei eBay. So, warum neu kaufen? Ich glaube, ab hier kann man rollen und fliegen. Das wird zumindest im Speedrun so gemacht. Genau, weil hier ja schon direkt das... Ui, das hätte jetzt auch schief gehen können. 1, 2, 3... Was gibt's hier Spannendes? Oh, wieder so eine... Wollte gerade sagen, Bananen-Banane. Aber... das ist 1 Bananen-Banane. So, hier erstmal die Glocken läuten. Dann ergibt sich hier in der Mitte ein Puzzleteil. Und das hier nehme ich auch ganz gerne mit. Und weg hier. Oh. Jetzt haben wir ziemlich viel davon, was einstürzen kann. Oh, selbst die Windmühle. Oh, das habe ich zu spät gesehen. Okay, das hier in der Mitte aber nicht. Zack, zack. Wundervoll. Bumm, bumm. Oh, oh. Wir nehmen den Ballon, wir nehmen den Ballon. Wham! Let's go, so muss das. Oh, das geht. Wir haben alle. So will ich das, als hätte ich das studiert. Das ist ein Puzzleteil. Ja. Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Und das Ziel ist hier. Es macht wieder immer Spaß. Es macht immer wieder Spaß, dieses Level zu erkunden. Es ist wunderschön. Wir haben nicht alle Puzzleteile, aber wie ihr wisst, ist das nicht schlimm. Wir kommen nämlich direkt zum nächsten. Alpatol heißt die Welt. Das habt ihr gerade oben rechts gesehen. Alpatol. Okay, dann kommen wir jetzt zu Alpaton 2, Alpnashorn. Oh ja, da kommt wieder was Cooles auf euch zu, Guys. Seid gehypt auf dieses Level. Es wird sicherlich sehr, sehr interesting. Da haben wir wieder diese kleine Startanimation. Oh, Kürbisse! Wie cool! Kürbisse sind auch immer ästhetisch. Also, ich weiß es nicht. Ich finde, Kürbisse sehen immer voll ästhetisch aus. Vielleicht bin ich auch der Einzige. Entschuldigung, der Einzige. So, ja, das ist 1 Rambi. 1 Nashorn. Das halt einfach so gut wie unverwundbar ist, außer Gegner. Wir können hier durch die Stacheln laufen. Wir können, solange wir Dixie haben, sogar ein Stückchen theoretisch so eine Form von Doppeljump haben, wenn ihr wollt. Es ist ganz cool. Eben auch Gegner umrennen. Wir können laufen, aber wenn wir Y... Oh mein Gott. Wenn wir Y drücken, dann können wir auch so eine super Sprintattacke machen. Mit der wir halt ultimativ schnell sind. Hier sieht es aus, als könnte man runter. Ganz genau. Rambi befindet sich jetzt aber leider nicht in diesem in dieser Bonus-Stage. Das wäre auch... Hä? Cool gewesen? Okay. Ja, ihr denkt jetzt sicherlich, ja, dann mach's halt nochmal. Ja, das geht nicht. ich weiß nicht, was da los war. Ich bin einfach durch die Stage gebuggt. Nein, das Spiel hat keine Bugs. Dieses Spiel ist perfekt. Eine Lüge. Die Bugs existieren nicht.
Das habe ich mir eingebildet. Oh, 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 ich glaube, hier müssen wir einsammeln. Es sieht zumindest so aus. Bitte. So, let's go. Zack. Da fällt das runter. Und ich finde es auch toll, wie man immer so viele Bananen bekommt einfach. Das gefällt mir. Also alles fühlt sich rewarding an. Hier am besten immer gegen die Glocken springen. Da ist nämlich immer was drin. Ihr könnt es auch direkt kaputt machen. Aber das ist, glaube ich, so viel ich weiß, nicht so gut. So, das nehmen wir natürlich mit. Das brauchen wir in unserer Sammlung noch. Wir haben ja noch nicht genug KNG. Oh, also manchmal hört er auch mittendrin auf zu sprinten. Das ist dann weird. Aber das ist ja okay. Oh, hier gibt es sogar einen Puzzleteil. Was? Ja, okay. Wir hätten das Puzzleteil vielleicht nicht einsammeln sollen. Aber das ist ja gar kein Problem. Ich muss nichts rausschneiden. Was sowieso viel zu auffällig ist. Also diese Donkey Kong Animation, das war eine dumme Entscheidung, das zu machen. Aber sie sieht trotzdem schön aus. Wir können ja einfach nochmal hier kurz entlang sprinten. Oh, wir spawnen hier unten. Oh, dann hätte ich es vielleicht doch rausschneiden sollen. Ah, nee. Das ist ja nur noch hier hoch und dann wieder drei so Dinger kaputt machen. Dann haben wir es. War das nicht so? Ja, ja, okay. Hätte sich gar nicht gelohnt. Sind wir in Sekundenschnelle wieder hier. Seht ihr das? Zack. Gar kein Problem. So. Und jetzt kommen wir auch gut durch. War hier ein bisschen die Stampfattacke. Die Eule im Hintergrund findet das nicht so schön. Team möchte, glaube ich, nicht, dass wir hier sind. Und jetzt kommt so eine Chase-Sequenz, wo wir einfach richtig schnell irgendwo langrennen müssen. Und hoffen müssen, dass wir von nichts getroffen werden. Einen Nachteil hat das Ganze jetzt. Wir haben Dixie verloren. Ja. Ich sag mal, so schön ist anders. So. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Hier gibt es wieder was, wo man runtergeht. Ich will erst den Checkpoint aktivieren, bitte. Wer weiß, was mich hier unten erwartet. Okay. Nichts. Zack. Einmal hier rüber. Und hier rüber. Und hier hoch. Und hier weiter. Oh, jetzt fangen hier auch schon an. Der ganze Weg fängt an einzustürzen. Das ist natürlich nicht gut. Da müssen wir jetzt aber sprinten hier. Um hoffentlich nicht zu sterben. Oh mein Gott. Ob das stressig ist? Nein. Ob mein Controller nass ist, als wäre er baden gewesen? Ja. Aber das Ziel erreicht. Okay. Ja, die Level sind tatsächlich wirklich ein bisschen stressig, aber das ist gar nicht so schlimm, weil sie machen trotzdem mega viel Spaß. So, 3 von 7 Puzzleteilen, das lässt sich sehen. Und es ist halt, wie, ist halt eine, du fühlst dich halt verfolgt, du hast Angst runterzufallen. Natürlich ist das eine Stresssituation. Das macht das auch so cool. Als nächstes kommen wir zu 2, 3, die Laubeshymnen. Das letzte Level für heute. Seid nochmal gespannt. Wenn ich mich richtig erinnere, war das auch wieder... Also, jedes Level in Donkey Kong ist voll cool. Es gibt keins, was nicht cool ist, so. Das ist schon mal grundsätzlich anzumerken. Es gibt kein Level, was keine neue Idee hat. Alle Level sind auf ihre Art und Weise voll kreativ. Und dann haben wir Mario. Will ich gar nicht zu sehr fronten. Hier haben wir Blätter, die von oben runterfallen. Haben wir noch gar nicht gesehen. Und das scheint jetzt auch unser Way to go zu sein. Dann haben wir hier so Trompetentypen. Ich glaube nicht, dass das Didgeridoos sind. Aber das wird in Bayern wird das doch gemacht. So, das ist doch so, ja, 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 so typisch Bayern halt. Tschüss, Kollege, war nett, dich gekannt zu haben. Hier oben gibt es ein Puzzleteil, das nehme ich aber gerne mit. Das Mikrofon ist ein bisschen falsch platziert. Schieb das mal wieder hier richtig hin. Und das wird jetzt auch wieder hochgepustet. Ganz genau, aber das skippen wir einfach. Wir können ja auch ein bisschen hier fliegen. So, euch mag ich einfach gar nicht. Ich würde ganz gerne auf Dixie wechseln, weil Dixie macht halt wirklich sehr einfach. Ah, hier oben ist was. Oh, ziemlich viele Bananenstauden. Das Feuer war auch anders knapp jetzt. Also,
Ja, das hätte auch schief gehen können. Eins, zwei, drei und weiter. Das hier habe ich gesehen. Oh, es ist ein Bonusraum. Ja, let's go. Es ist wieder der erste Standard-Bonusraum. Ja. Ob man die jetzt mag oder nicht, ist so eine Sache. Ich finde es immer cool, es ist eine kleine Challenge für zwischendurch. Natürlich finde ich es cool. Alles an Donkey Kong ist cool. Manche mögen es gar nicht. Die finden die Bonusräume total unnötig. Da hätte man lieber ein kreatives Versteck machen sollen für ein Puzzleteil. Ich finde, sie sind cool für zwischendurch. Sie sollen halt nicht überwiegen. Und es gibt, glaube ich, im Level so zwei, maximal drei davon. Und das finde ich ist doch... Oh, hier werden wir hochgepustet in die Stacheln. Nee, da gehen wir mal ganz schnell weiter. Oh, ich mache das hier alles so risky. Wowie. So, festhalten. Das ist ein wunderbar leckeres Buchstabenteil. So, zack. Und weiter geht die wilde Fahrt. Oh, das hat schön auf die Silbe gepasst. Freut mich. So. Eine weitere Bananenstaude für unsere leckere Tasche. Ich sehe nichts. Dankeschön. Ich find's auch cool, wenn ihr landet, vibriert der Controller, weil Donkey Kong ist ja schwer, das ist ja ein mächtiger Gorilla. So, und dann macht's ja auch Sinn, dass wenn der aus einer höheren Umgebung landet, dass der Controller vibriert. Dieses Spiel fühlt sich so dynamisch an, es ist unfassbar. Aha, daran konnte ich mich noch erinnern. Das wusste ich, dass das gab. Ich glaube, das gibt's auch mit einem wunderbaren Buchstaben. Nämlich hier. Und wir können es direkt nach hinten schießen. Und ab ins Ziel. Dann halt nicht. Das ist halt einfach mal wieder innovativ des Jahrtausends. Ein Spiel, was sowas schon mal gebracht hat. Nenn mir eins. Oh yes, das war ein guter Run. Festhalten, jawohl. Und rein da. Ein Ballon. Für uns. Nehme ich gerne mit. Ist doch super. Achso, guys, by the way, wir sind leider mal wieder am Ende der Folge. Ich will eigentlich gar nicht aufhören. Uns fehlt ein Puzzleteil, aber das ist gar nicht so schlimm. Denn, wie ich sehe, das mal sagt, sammeln wir dich alle. Guys, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Das würde mich mega unterstützen. Und abonniert den Channel, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Ich wünsche dir jetzt noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.